Alles doof. Naja. Geht los. Erst du, dann ich. 'Cause it's Friday. Na, 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 na. You ain't got no job. Lecker Schmackenfatz. And you ain't got shit to do. So, und jetzt ich. Warum habe ich einen Kaffee gestern nicht ausgetrunken? Kein Wunder, dass ich eingeschlafen bin. Sah doof aus eben, ne? Komisch, ne? Aber dazu muss man wissen, dass die Hälfte meiner Hand taub ist. Also nicht taub, aber ich habe auf jeden Fall kaum Gefühl im kleinen Finger und etwas mehr Gefühl im Ringfinger. Ja, also nicht viel. Deswegen sieht es manchmal sehr komisch aus, wenn ich Dinge aufheben will oder anfassen muss, weil ich sie aufheben will. Oder mir fallen Sachen einfach aus der Hand. Mal wieder Regen. Ich lasse die Kamera also wieder hier. Wenn ich jetzt mit Cookie Gassi gehe. Wir gehen auch wieder in den Wald. Ich habe Bock auf Strand. Karfreitag könnte viel los sein, selbst bei Regen jetzt. Außerdem habe ich 12 Uhr Dienst, bleibt also auch gar nicht so viel Zeit für alles. Naja, so, schnell noch das Video vom 22. hochladen, dass ich das vielleicht noch veröffentlichen kann, bevor ich los muss. Kommt tatsächlich wieder die Sonne so ein bisschen raus. Ich hätte die Kamera einfach mitnehmen sollen. Aber es nieselt noch. Es war nicht ganz so doll wie beim letzten Mal. Apropos Video vom 22. Da habe ich ja über die Stilmittel vom Film erzählt. Also mit diesem Kamera aufstehen lassen und so. Ihr wisst schon, ihr habt es ja gesehen. Und ich glaube, das mache ich jetzt öfter. Also so kleine Tipps und Tricks und Kniffe beim Filmen und Stilmittel und so kann ich ja jetzt öfter erklären im Vlog. Wenn ihr Fragen habt, schickt mir die. Also schreibt die in die Kommentare oder so. Ansonsten versuche ich oder schaue ich mal, was ich so für Themen nach aussuchen kann. So, jetzt habe ich ganz viel gesnappt, obwohl ich im Flugmodus bin und hoffe, dass ich, also mit Absicht, nicht aus Versehen, aber ich hoffe, dass ich die nachher, wenn ich zu Hause bin, dann auch alle hochladen kann und nicht, dass die verloren gehen. Klappt das mit Snapchat? Ich weiß nicht. Speichert die Snapchat unbegrenzt und ohne Zeitbegrenzung und ohne Mengenbegrenzung und Datenbegrenzung? Ich weiß es nicht. Wir werden es feststellen. Oder schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Bild manchmal flackert vom iPhone jetzt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt erst nach dem Update ist oder vorher auch schon war, aber das Helligkeit oder Weißabgleich, irgendwas haut da wohl nicht hin. Keine Ahnung, kommt mir einfach zuvor. Muss ich mal beobachten. Wann kam das Update raus? War es am 22.? Bei der 1.10. am 22., wo ich das Telefon so neben einem Baum halte, so ungefähr. Das ist auch so ein Pulsieren im Videobild gewesen. Ich weiß nicht, ob ich gewackelt habe. Aber es sieht eher so aus, als wenn das irgendwie mit dem Fokus zusammenhängt oder so. Auch nicht so schön, aber ich habe es drin gelassen. Aber es sind, wie auch schon in Video 223 gesagt, diese kleinen Details, die einen Unterschied machen. Ob man am Ende von einem Video sagt, okay, das war ein cooles Video, das war gut. Oder ob es eher so sagt, okay, das war gut, aber jetzt auch nicht herausragend. Oder ob man sagt, es war scheiße. Und ich sage heute ganz viel und ja, aber über diese Stilmittel, über Tipps, über Tricks, über kleinen Kniffe, über Probleme, die auftauchen, über die will ich jetzt in den nächsten Vlogs mit euch drüber reden, weil das ist ein Thema, das mich interessiert, das ist ein Thema, das mich beschäftigt, nicht nur, weil ich täglich vlogge, sondern weil ich mich halt sehr fürs Filmen schon immer interessiere und ich auch schon lange vlogge und schon lange Videos erstelle. Und es passiert nun mal nicht jeden Tag was Spannendes in meinem Leben. Eigentlich nie. nein, das ist jetzt Quatsch. Aber so, jetzt habe ich den Faden verloren. Kurz.
jetzt habe ich wieder den Punkt, wo ich zuletzt war. Und warum sollte ich mit dem Wissen oder den Erfahrungen, die ich gemacht habe, übers Filmen und Vloggen oder generell hinterm Berg halten oder für mich behalten, dann kann ich doch dieses Vlog und diesen Kanal einfach dafür nutzen, um euch das zu zeigen oder einfach an meinem Wissen und meinen Erfahrungen teilhaben zu lassen. So, das war der letzte Punkt, wo ich darüber gesprochen habe, aber generell bin ich jetzt irgendwie ein bisschen rausgekommen. Wegen dem anderen Hund. Make money. Scheiße, völlig aus dem Konzept gekommen jetzt. Naja. Also machen wir gleich mal weiter mit Tipps und Tricks. Und so ein Tipp, den man nicht oft genug sagen kann, gerade wenn ihr mit dem Handy filmt, Querformat klar, nein, darum nicht, darum geht es jetzt nicht, aber gerade wenn ihr mit dem Handy filmt, lasst das Zoom sein. Zoom ist meistens eine schlechte Idee und beim Handy sowieso immer eine schlechte Idee, weil der Zoom vom Handy ist natürlich digital und nicht optisch. Sprich, ihr habt vorne keine Linse dran, an der ihr drehen könnt, sondern es wird einfach nur das Bild vergrößert, was bei dem eh schon kleinen Sensor vom Handy dazu führt, dass das Bild schlechter wird, dass das Licht schlechter wird, also das Bild verrauschter wird und dass jeder kleine Wackler zu sehen ist. Also das jetzt übertrieben, aber ich kann euch das ja mal zeigen. So ist jetzt also im Ganzen. Ich versuche jetzt mal das Handy so ruhig wie möglich zu halten. Und jetzt zoome ich mal ran. Das ist jetzt alles, was vom Handy geht an Zoom. Das ist jetzt deutlich verwackelter, solltet ihr sehen. Und das Bild ist die Qualität auch schlechter. Also Zoom überlassen. Wenn ihr dich daran wollt, dann benutzt eure Füße, geht dicht daran oder versucht irgendwie ein Stativ zu nutzen oder lehnt euch irgendwo an, das hilft auch schon ein bisschen. So, Cookie, muss gleich zur Arbeit, wir müssen jetzt wieder zurück. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwas zu nutzen, was ihr an eurem Handy anbringen könnt, um ein Stativ zu befestigen oder generell irgendwie das Telefon besser halten zu können, dann nutzt das. Zum Beispiel das S1-Trick von Shoulderpod, was ich euch ja schon öfter im Video gezeigt habe. Weil man kann das Telefon halt besser halten. Und das führt auch dazu, dass man nicht so schnell wackelt. So, das hat geklappt mit den Snaps. Ich werde mein Telefon also öfter im Flugmodus haben. Naja, wie auch immer. Ich hoffe, ihr habt heute wieder was gelernt beim Vlog. Und zwar, dass ihr Zoom sein lassen sollt. Ich muss jetzt duschen, dann muss ich zur Arbeit. Ich habe 12 Uhr Schicht. Und um das nicht unnötig in die Länge zu ziehen und heute Abend dann nochmal irgendwie nur Tschüss zu sagen oder so, sage ich jetzt Tschüss. Und zwar vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss. Und dann kann ich so Themen, you fucking up the rotation. Puff puff gear. Puff puff gear. Weil es vielleicht fucking up the rotation. You can get killed with somebody else. Ich auf jeden Fall was dazu sagen kann.